Dann treten auch die anderen wieder nach draußen aus der Mühle heraus und ihr seid wieder zu sechst auf dem kleinen Platz des eingezäunten Bauernhäuschens. In Dämon ist Geschichte. Gute Arbeit, Ömer. Was habt ihr in der Ja. Mühle gefunden? Jemand hat den Mechanismus mit diesen vier Amuletten der Götter blockiert. Und die Köpfe der unglückseligen Familie. Wir müssen die Amulette wieder in ihre Tempel zurückbringen. Warum würde jemand die Mühle blockieren wollen? Vielleicht Aus war es. Trotz. Vielleicht waren die Götter einfach nur stärker und die sind die Amulette nicht zersprungen, statt dass die Mühle weitermüht. Ich denke auch, dass sie das einfach nur dem Zweck gedient hat, die Amulette zu schänden. Das kann Doch. natürlich möglich sein. Und doch ist eines intakt. Ja, eines ist intakt. Und den Göttern sei Dank. Und die anderen werden neu geschmiedet. Ich werde im Ingerim-Tempel persönlich darum bitten. Meint ihr, dies war die einzige Mühle? Oder gibt es noch mehr solche Grauseenstätten? Wir haben jedenfalls in der Scheune den Ritualgegenstand, nehme ich einmal an, gefunden, mit dem dem wohl diese Runen gezeichnet wurden. Aber ihr wart doch in der Scheune. Nein, ich meinte in der Mühle. Da hattet ihr oben rausschauen können, ob ihr irgendwo noch andere Zeichen seht? Es gab oben leider keine Öffnung. Doch, wie gesagt, eine kleine Holzluke, die hättest du auch Ach aufmachen so. können. Ach so, das Kannst hast du da mir mal, gesagt. genau, Ach so, also okay. wie gesagt, es gibt oben eine kleine Holzluke, die ist hier eben dafür da, dass du dann die Mühlsäcke über den Kran dann naja, rausschieben kannst. Also, du kannst da meinetwegen auch rausgesehen haben, kannst du das mal kurz aufmachen. Wie gesagt, oben ist wirklich nicht so viel, deswegen habe ich das jetzt sehr schnell übersprungen. Und wenn du rausguckst, ja klar, von oben kannst du dann auch noch in der Entfernung in einem ja, Umkreis, kannst du weitere Zayat-Glyphen sehen. Ömer hatte sie ja einmal angezeigt, 5 Meter groß mit den ja, AGM, Erz und Luft oder was auch immer das war. Und die werden sich auch im Norden weiter in einem großen Kreis um Gareth weiter befinden. Dort und dort sind noch weitere Runen. Vielleicht sollten wir diese auch nochmal kontrollieren. Erst einmal müssen wir uns darum kümmern, dass der dämonische Einfluss hier ausgemerzt wird. Sicher, diese Aufgabe sollten wir an die zuständigen Geweihten übertragen, aber wenn es noch mehr solcher Orte gibt, wir allein werden das kaum schaffen. Nein, doch sollten wir so viel tun wie möglich. Selbstverständlich. Doch zuerst werden wir die Bohrenkirche und die Ingerenkirche informieren. Sie sollen diesen Ort hier untersuchen und reinigen. Und die Zeichen zerstören, denn die Zeichen sind ja noch immer da. Vielleicht sind diese toten Menschen und dieser dämonische Einfluss nur ein Teilaspekt der Zeichen, wofür das auch immer benutzt wird. Aber mir Ehre, Saron, ihr habt die meiste Ahnung von so etwas. Wie zerstört man so etwas am besten? Nun ja, wenn das profan gezeigt ist, kann man das so profan zerstören. Ich fürchte allerdings, aufgrund der Blutmarschrituale lässt sich dies nicht so einfach bewerkstelligen. Aber nun ja, es gibt ja Spezialisten in dieser Stadt für so etwas. Wir sollten nach ihnen schicken. Wir müssen auf jeden Fall an der magischen Rüstung vorsprechen. Diese haben fähige Antimagier, wenn sie auch sonst nicht so viel gebrauchen sind. Und wir werden auf jeden Fall die Geweihten den Boden segnen lassen. Die Pirane-Geweihten, Ingerim-Geweihten müssen hierher kommen und diese Sigillen segnen. War denn im Stall noch ein Flug drin, dass wir das kurz selber testen können, ob wir die Runen zerstören können? Diese Zeit, sag ich mal. Der einzige Pflug, den ich dort gesehen habe, ist einer, den ihr nicht anrühren wollt. Wir könnten das Feld in Brand setzen. Das hilft nichts, das ist hier mit dem Flug reingemacht. Schaufeln, haben wir Schaufeln gesehen? Die Sache ist ja, wir haben diese Sigillen magisch untersucht. Die Zeichen selber können wir problemlos entfernen. Ob dadurch allerdings auch die Wirkung, die ja jetzt schon in den Boden gebrannt wurde, gebannt wird, das ist fraglich. Aus diesem Grund würde ich gerne Geweihte hinzuziehen. Ich stimme dem Magistrat zu. Eine Segnung des Bodens wird das Effektivste sein. Außerdem vielleicht ist ein effektiver Antimagier für das Konvent hier. Vielleicht besteht doch ein Zusammenhang zwischen diesem und anderen Zeichen.
Eine magische Verbindung, die wir noch nicht erkannt haben. Ihr meint ein magisches Netz, gesponnen durch diese Sigillen? Genau das. Das wäre fatal. Müssen wir so viele von ihnen vernichten, wie wir können. Ich werde die restlichen Pfeile, die in der Stadt stationiert sind, alarmieren und an der Akademie der magischen Rüstung vorsprechen. Ich werde sehen, ob der Bannstrahl nicht einige Leute locker machen kann, die die Umgebung untersuchen. Ihr wisst schon, nach anderen Zeichen. Und eventuell haben die anderen Gilden auch etwas beizutragen, Wissen, das sie teilen können über so etwas. Ihr solltet auch, wenn ihr in eurer Akademie seid, vielleicht versuchen herauszufinden, ob man dort etwas über die ähnlichen Vorkommnisse vom letzten Jahr weiß. Ein guter Hinweis, ja. Und dann auf nach Gareth. Mit den Pferden ist die Reise gar nicht so sehr beschwerlich. Es regnet zwar durchgängig, was euch das Ganze so ein bisschen madig macht, aber ihr seid relativ schnell dann wieder in der Kaiserstadt, dem Herz des Reiches. In dem sicheren Schoß von Gareth. Die Straßen sind gefüllt mit Menschen trotz des Regens, die Straßen auf allen Seiten verstopfen. Es wird geschubst, gelacht, geschrien. Der innere Fluss geht allerdings trotzdem weiter. Ein paar ratternde Karren und das Klappern von Pferdehufen. Schritte durch den Schlamm und das Dröhnen von Stimmen von Tausenden von Menschen. Es riecht nach teilweise köstlichem Braten der Gasthäuser, der Stände. Einige Festivitäten, die jetzt hier auch anlässlich des bald anstehenden Kaiserturniers da genutzt werden. Allerdings dann auch schnell überdeckt von dem allgegenwärtigen Jauche-Aroma. Die berühmte Stadtluft. Ab und zu mal eine Nuance von Weihrauch aus Richtung der Tempel, der kleineren Plätze, wenn da gepredigt wird. Einfache Priester, einige Laienpriester, Akoluten, die da stehen und sich dann in dem Duft nach abgestandener Pisse sich dem einfachen Volk zuwenden, während dann die etwas höheren Geweihten in den sicheren Tempeln hausen. Wo wollt ihr zunächst hin? Meine Priorität natürlich der Boron-Tempel. Der Boron-Tempel. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube... Am Friedhof? Ja, der ist aber eine Meile außerhalb der Stadt. Das heißt, dann könntet ihr euch jetzt hier trennen. Dann wird Kiaras in den Süden der Stadt reiten, außerhalb, da wo das große Boronsfeld ist. Dann werde ich als allererstes das machen, was ich in der Stadt machen kann, und zwar zum Ingrim-Tempel. Zum Ingrim-Tempel. Den wirst du finden im relativ mittig in der Stadt, direkt gegenüber der priesterkaiserlichen Noralex-Sakrale, wirst du da den Ingrim-Tempel finden, daneben auch Zar und Simya. Der immer noch wohl im Bau ist oder schon wieder ein paar Gerüste, die da stehen, ein paar Handwerker, die da an dem riesigen Bau dann herumhandwerken. Bist du alleine da oder sind die anderen mit dir? Wollt ihr euch trennen? Ich würde ihn gern begleiten. Ich auch. In Ingrim Tempel gehe ich auch mit. Gut. Ja. Ich reite direkt weiter. Zu den Pfeilen oder zur magischen Rüstung? Zuerst mal zu den Pfeilen. Zuerst mal zu den Pfeilen, gut. Ja, die Leute am Ingrim-Tempel können dann auf Gurdulumeon treffen, einen Steinmetz, der jetzt hier gerade dabei ist, einige Leute anzuschreien. Im Ordenat eines Ingrim-Geweihten steht er vor ein paar Zeichnungen, nimmt sich dann aber auch Zeit für euch, auch wenn er ein bisschen genervt ist. Ja, Ingrim zum Große, was wollt ihr? Ich hab zu tun. Das Gerüst, mein fleißiger Bruder, ich bringe schreckliche Nachrichten, etwas, das eure sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Na gut. Er rollt die Sachen zusammen, gibt das an einen Akoluten weiter. Hier, kümmere dich drum. Und geht dann mit euch in eine der Sakristeien, wo ihr dann alleine miteinander sprechen könnt. Macht dann auch die Tür zu. Ziemlich dicke Tür, ziemlich schwer, und dann seid ihr allein. In welcher Richtung war der Bauernhof? Osten, Norden? Im Osten seid ihr rausgeritten. Im Osten, gut.
Wir waren im Osten ein wenig die Reichsstraße entlang und haben dort in den Feldern Zeichen gefunden, magische Zeichen, unheilig magische Zeichen. Und wie einer meiner Begleiter mir gesagt hat, sind sie direkt verbunden mit dem Erzfeind des Ingeren. Der Schänder der Elemente. Genau der. Und dass ihr zu mir gekommen seid. Noch schlimmer. Noch weit schlimmer. Wir haben in der Nähe das Bauernhaus aufgesucht, dem die Felder zugehört sind. Die gesamte Familie ist niedergemetzelt worden, aufgehangen an einem umgedrehten Bohrenrad. Und die Präsenz des Schänders war zu spüren. Ja, werde ich mir direkt ansehen. So etwas hat natürlich Vorrang bei Ingrim. Nun muss der Bau wieder etwas warten. Sagt mir, wo das ist und dann reite ich los. Gebt Acht und nehmt vielleicht eine Bedeckung mit. Vor Ort trafen wir einen Dämon an. Ich werde die Stadtwache darum bitten. Ein Dämon. Zwei Dämonen. Ja, Dämonen, die dafür ausgelegt sind, zu sehen, zu überwachen. Einen stummen, unsichtbaren Speer. Ein Gotongi? Genau. Habt ihr sie vernichtet oder laufen sie da immer noch rum? Selbstverständlich haben wir sie vernichtet. Außerdem gab es in dem Haus eine dämonische Kerze, die versucht hat, mir Dinge einzuflüstern. Scheinbar bestand es aus dämonischem Horn. Ich habe es vernichtet, doch ich bin nicht ganz sicher, ob es genügt hat. Dann werde ich die Sachen für einen Exorzismus mitnehmen. Danke. Und ein paar mehr Stadtwachen. Wenn das Ding gehört hat. Von dem Standpunkt aus hat und einer unserer Begleiter, der hohe Magister, hat da noch weitere Zeichen entdeckt, die wahrscheinlich auch zu anderen Bauernhöfen gehören, wo vielleicht noch so schlimme Dinge. Noch mindestens zwei weitere direkt. Vielleicht sollten wir die Inquisition einschalten. Die Inquisition? Nun ja, wenn erhöhte dämonische Präsenz um die Hauptstadt dieses Reiches geschieht, sollte man die Inquisition einschalten. Meint ihr nicht auch? Die Inquisition setzt sich über die Kirche hinweg, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Aber ich werde mit am besten ein paar Pereine Priestern sprechen. Ich werde noch ein paar andere Ingrim und auch Simia Priester mitnehmen und dann werden wir mit ein paar Leuten ausrücken, zusammen mit der Stadtwache. Aber die Inquisition will ich nicht haben. Ist eure Entscheidung. Die Inquisition wird sich der Sache annehmen, wenn sie entscheidet, sich der Sache anzunehmen. Wir überlassen euch natürlich die Entscheidung. Es gibt noch eine letzte, kleinere Bitte, die ich an euch habe. Die Erzfeinde haben die Mühle genutzt, um dies hier, Amulette der Pereine, zu vernichten. Wenn die Ingrim-Kirche diese neu erschaffen könnte, würde es sicherlich ein gutes Zeichen sein. Er gürtet sich einmal ein Tüchlein ab, was ihm eigentlich um den Hals hängen und hält es dann offen hin, sodass du dann die drei Amulette da reinlegen kannst. Das tue ich auch. Da werden sich die Simia-Priester darüber freuen, dass sie etwas neu schaffen dürfen. Gut. Auch wenn der Anlass traurig ist. Er macht das Halstuch einmal wieder zu, verknotet das zu seinem kleinen Päckchen und gürtet es sich dann um den Gürtel. Gut, dann habt ihr Meldung gemacht. Ich werde mich um alles weitere kümmern. Simia Priester, Ingrim Priester, die Stadtwache Pereine. Und wenn ihr, Bandstrahler, meint, dass ihr die Inquisition einschalten müsst, dann tut das. Ich werde euch davon nicht abhalten und die Inquisition kann uns nicht davon abhalten, aber ich habe keine Lust auf die Leute der Inquisition. Die machen alles nur kompliziert. Eures wachendes Auge offenbart alles, ob ihr es wollt oder nicht. Wir werden unseren Weg fortsetzen zum Boron-Tempel. Die Bauernfamilie muss bestattet werden und ich werde ihnen auch empfehlen, euch beizustehen, um euch zu helfen. Gut, dann, ich weiß nicht, ob ein paar Golgariten vor Ort sind, aber ihr könnt ein paar Golgariten mitschicken, wenn es gerade um Dämonen geht. Wir werden sicherlich alle Hände voll zu tun haben, vor allem, wenn sich das auf andere Bauernhöfe ausgebreitet hat, im Norden, im Süden oder im Westen. Ja, vor allem das geschmiedete, unheilig umgedrehte Bohrenrad muss vernichtet werden.
aus diesem Rost wurde das gemacht. Vielleicht solltet ihr Golgariten auch direkt mitnehmen. Rost. Gut. Scheiße, Ingram, warum prübst du mich immer wieder? Flucht er ein bisschen. Erinnert euch so ein bisschen an den Zwergen, aber heißblütig wie die Ingram-Geweihten sind. Könnte er vielleicht auch sowas wie ein Effort-Priester sein. Die sind ja auch ebenso jähzornig, wenn sie damit hier in den Elementen kämpfen. Wird dann abgehen und ja, sich um alles kümmern. Sehr gut. Wir müssen unseren Weg fortsetzen. Es eilt. Ich werde mich auf den Weg zum Bahnstrahler Turm machen. Kommt ihr auf den Friedhof klar? Ja, sagt ihnen, dass vor allem sie sich auf diese Zeichen konzentrieren sollen, auf das, was Abel mir gesagt hat, dieses mögliche magische Netz, das vielleicht ganz Garad umspannt. Alle Bauernhöfe müssen überprüft werden, jeder einzelne um die gesamte Stadt herum. Das wird geschehen. Rafim, ich würde mir ganz gerne einmal angucken, als ihr in die Treppe eingestürzt seid, ob ihr euch später eingefangen habt von dem Holz. Denn wenn das teilweise Unholz war, dann kann das sehr gefährlich sein. Gerne. Soll ich meinen Oberteil dafür ablegen? Nicht hier in der Immengrim-Kirche, das wäre sehr unangemessen, aber ich denke, wir werden einen Platz finden. Vielleicht können wir nochmal das Zimmer von Abel mir benutzen, wo wir übernachtet haben, dass wir da einmal kurz, dass du da einmal kurz den Bauch freimachst. Sicher, sicher. Und die Beine. Ein guter Vorschlag. Sagt der guten Frau Bescheid. Ihr könntet doch direkt zum Kalani-Tempel gehen und es dort tun. Ich werde dir mal zum Hesinu-Tempel reiten. Magister Abelmir. Ja. Sollten wir Angenbruch informieren? Nun, es wäre wohl eine kluge Idee, wenn er nicht schlängst Bescheid wüsste. Ich habe das Gefühl, er weiß schlängst. Sagt ihm doch nochmal Bescheid. Es schadet doch nie, dass der Mann das weiß. Wo finde ich ihn? Wo habe ich ihn zuletzt gefunden? Gegenüber dem Hesinu-Tempel, glaube ich, oder? Korrekt. An der Zentralregistratur. Dann würde ich da vorher dahin reiten und dann zum Hesinu-Tempel. Gut, bestellt dem Mann meine Grüße, falls ihr ihn seht. Gut. Ein Lächeln auf meinem Gesicht. Ja, dann. Wir treffen uns bei der Mühle? Oder wo treffen wir uns? Wieder bei der Mühle. Gut. Oder treffen wir uns erstmal hier in der Stadt, je nachdem, was wir alles erfahren haben, ob wir in der Stadt noch was tun wollen, dann vielleicht bei Witwe Brutz im Haus. Das wäre eine Idee. Warum auch nicht? Aber passt auf eure Schuhe auf. Irgendwer muss auch noch dem Pfeil des Lichts Bescheid sagen. Sie ist doch schon davon geritten. Ja, ich schicke gleich einen Botenjungen los. Der soll zu den Pfeilen des Lichts laufen, wo auch immer die sind. Und soll dann dort Bescheid sagen, dass Magisterin Isarun von Spolsen eben... dass unser Treffpunkt für unsere Gruppe eben jetzt hier, Gruppe Yalan, sozusagen am Haus der Witwe Putz ist. Pass auf die Straßenkinder auf, die haben es in sich. Dann putzt euer Stiefel ab. Mach ich. Ihr seid natürlich fast so schlimm wie die Witwe selbst, wisst ihr das? Ich habe mein Haus gern sauber. Also bis dann. Ja, so währenddessen bei den Pfeilen des Lichts. Isarun kann die Akademie wie gewohnt betreten, wird da nicht aufgehalten. Und wo möchtest du hin? Direkt zu Saldor Foslerin? Wenn Hauptfrau der Sambra gerade da ist, dann zu ihr. Weil die hat meist mehr Zeit als die Spektabilität. Genau. Gut. Ja, dann kannst du zu der unnachgiebigen Hauptfrau vorgelassen werden. Wird dann natürlich dann auch gerade dozieren, bricht dann aber auch ab, wenn sie sieht, dass ein Pfeil des Lichts hereinkommt, dann gibt sie das ab, wird da einmal kurz in die Hände klatschen, dirigiert das an irgendeinen der etwas ältereren Magier, wahrscheinlich ein Adeptus Minor, der jetzt verdonnert wird, für die Magisterin zu übernehmen und nimmt sich dann in einem der Besprechungsräume, die Tür wird wieder zugezogen, Zeit für dich. Räumt da so ein paar Bücher zusammen, schlägt die Bücher zu. Kannst du wohl sehen, wie das wohl wieder irgendwie Magietheorie ist. Sie wird sich da so nicht mit den Vorbereitungen zu dem Konvent aufhalten. Das ist dann die Sache von anderen. Isarun, was kann ich für dich tun? Verzeiht, Hauptfrau. Ich würde nicht stören, wenn es nicht um etwas Wichtiges ginge. Das ist mir wir schon klar. Sind gerade den Hinweisen auf die toten Vögel nachgegangen.
haben dabei Schreckliches entdeckt, einen Götterfrevel. An einer Mühle fanden wir eine getötete Bauernfamilie, Köpfe abgeschnitten, auf ein umgedrehtes Bohrungsrad gedreht. Wir fanden sogar dämonische Präsenz von Gotongis auf diesem Gelände. Diese wurden natürlich erledigt. Und trotzdem, wir fanden in den Feldboden gepflügte Zayat-Sigillen, die auf nichts Gutes hindeuteten, nämlich auf den Schänder der Elemente. Es geht also los. Ah, das Schlimmste ist sogar, das scheinen nicht die einzigen Sigillen gewesen zu sein. Wir sahen noch weitere und ich denke, es ist sinnvoll, wenn man die gesamte Stadt umreitet und schaut, ob es sich um ein Netz handelt. Gut. Ihr sprach gerade davon, dass es losgeht. Habt ihr Hinweise erhalten? Viele. Du siehst, wie sie gerade wirklich innerlich verzweifelt, nicht unbedingt zerbricht, als Pfeil des Lichts ist sie natürlich einiges gewohnt, aber du siehst wirklich Sorge auf ihrem Gesicht. Die 40-jährige Frau schaut dich an, kräftige Augen. Ich vermute, ihr seid wieder mit euren Begleitern unterwegs, die Drachentöter. Korrekt. Die Götter haben euch zusammengeführt. Gut. Dann anders ließe sich dieses auch nicht erklären. Glaubt mir. Dann werde ich bereits aufbrechen. Kommt zur alten Residenz mit euren Begleitern. Wir haben eine Besprechung. Ich werde die anderen zusammentrommeln. Sogleich. Danke, Hauptfrau. Ja, sie salutiert einmal vor dir. Isarun, abtreten. Isarun salutiert zurück und tritt ab. Ja, wenn du nach draußen aus der Akademie heraustrittst, immer noch regnet es über dir. Die Sonne hat sich zurückgezogen. Immer noch, auch wenn es Tag ist, von der wärmenden Praios-Sonne nichts mehr zu spüren. Siehst du, wie ein kleiner Bettlerjunge vor dir steht? Hallo, bist du Isarun? Ja. Was kann ich für dich tun? Ömer hat gesagt, du sollst zu der Witwe Putz kommen. Ach. Danke. Hier, hast du einen Heller. Das ist nett. Hast du gut gemacht. Ömer hat mir auch schon einen gegeben. Na, dann hast du dir zwei verdient. Wenn ihr nochmal meine Dienste braucht, dann fragt einfach nach Eirik. Machen wir. Jetzt ab mit dir. Geh spielen. Ja, Isarun steigt auf ihr Pferd auf und erstmal zu Witwe Putz. Ja, machen wir erstmal weiter bei Kiaras. Möchtest du das ausspielen, die Boron-Tempel-Sache unten im Süden? Oder einfach nur das gleiche wie eben schon, dass die mit Gold sehr bekommen sollen? Sehr ähnlich als begrüße mit meinen stummen Brüder und berichte ihnen davon und bringe ihnen, wenn wir auf dem Weg hierher einen Händler gefunden haben, der einen Wagen hat, hätte ich den gefragt, ob der für mich die Leichen transportieren kann bis hierher. Für eine Entlohnung natürlich. Wenn nicht, dann haben wir sie wahrscheinlich dort gelassen und berichte dann wieder genau das, was wir vorgefunden haben und empfehle den Geweihten und allen Golgeriten, die sie entbehren können, sich dorthin auf den Weg zu machen, die armen Geweihten richtig zu bestatten, wie es sich gehört, die armen Bauern richtig zu bestatten, wie es sich gehört und den Ort eventuell mit Hilfe der engeren Kirche zu säubern. Und auch warne ich sie, dass es noch mehr solche Orte um Garad herum geben könnte. Ja, vor allem merkst du, im Gegensatz zu dem Ingrim-Geweihten, der da Nachfragen gestellt hat, sind sie ziemlich gute Zuhörer und du kannst ihnen das ohne eine Unterbrechung, kannst du ihnen dann das alles erklären. Sie werden einfach nur kurz nicken, ihre Rabenschnäbel packen und dann aufbrechen. Du weißt, dass sie genau das tun, was du von ihnen möchtest. Ich bin an Ruhm und Geweihte gewöhnt, ja. Ja, Abelmir kann dann in Richtung des Pentagon-Tempels, der ja im Gegensatz zu den anderen Tempeln fünfeckig ist,
und triffst da auf einen alten Bekannten, Valnar Itzkok. Ah, euer Gnaden, euer Gnaden. Oh, Magister Yamorenes, was führt euch denn hierher? Schlimme Nachrichten. Ja, dann erzählt. Ich höre euch zu. Wir sollten vielleicht hineingehen in den Tempel, nicht hier auf der Straße. Ja, ich gehe davon aus, dass du ihn drin gefunden hast, okay. Weil er keinen Grund haben, nach draußen zu gehen. Möchtest du ihm das gleich erzählen oder irgendwas Besonderes? Ich würde ihm alles erzählen, was passiert ist. Also angefangen von der Mühle, den Toten, den Umständen, den dämonischen, das Opferritual, was wahrscheinlich stattgefunden hat. Der Gotongi, der diese Mühle anscheinend beobachtet hat. Diese unheimliche Präsenz, dämonische Präsenz in dieser Kerze. Und dass wir weitere Zeichen um die Stadt herum gefunden haben. Und dass ich vermute, dass dieser Kreis oder diese Zeichen zusammenhängen. Und dass sich jetzt die Ingram-Kirche und die Arvis-Kirche drum kümmern erstmal um die Bestattung bzw. die Säuberung des Bodens. Gut, also genau das gleiche, was ihr schon bei Ingram und Boron getan habt. Danach würde ich probieren, zur Zentralregistratur der KGIA zu gehen, um Drego von Angenbruch aufzutreiben. Um ihm ebenfalls Bescheid zu geben über die Umstände. Du wirst sehen, dass vor der Zentralregistratur ein Schild hängt, heute geschlossen. Was? Okay. Ja, ich bin etwas verwirrt, aber gut. Verdammt, was treiben diese Leute? Mittelreicher. Gut. Hat mir der Geweihte Valnar Itzkok noch was gesagt oder was wir unternehmen werden? Er hat oder? Zugehört, er hat mitgeschrieben und er wird natürlich dann auch die Drakoniter in Auftrag setzen, also die den kämpferischen Orden der Hesinde-Kirche, damit da dann Ingrim, Boron, Perrein unterstützt wird. Ich würde ihm auch nochmal eine Beschreibung der Mühle geben, damit er den gleich findet. Also ja, klar, gehe ich von aus. Und dann würde ich zurück zur Witwe Prutz reiten. Ja, wo ihr nach und nach allesamt eintrifft. Der letzte, der eintrifft, ist Kiaras. Hey. Was ist mit Janan? Bandstrahlerturm. Bandstrahlerturm. Entschuldigung. Das gleiche oder was anderes? Im Grunde das gleiche. Ich schildere die Situation und schlage vor, dass doch am besten das Umland durchkämmt werden muss nach weiteren Vorkommnissen. Ja, dann werdet ihr auch die Bandstrahler und die Preiskirche mitbekommen. Willst du das Bios-Amulett abgeben? Ja. Ja, ja, wie und gesagt, dann habt ihr quasi alle Kirchen irgendwie beisammen. Ingrim, Perrine, Praios, Boron, Hesinde. Sind fünf? Und Effert braucht keiner. Effert braucht keiner. Der ist sowieso nur ein Geweihter in der Stadt. Ja, passt. So, damit habt ihr einen großen Kreis um Angarit geschlossen. Alle, die irgendwo getrennt suchen, in Kombination miteinander, die Stadtwache, die dann auch noch irgendwie verständigt wird, sodass dann da der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Trotzdem ist Kiaras der Letzte, der dann mit nassen Füßen gerade den Teppich von Abelmir einsaut und dann oben in die Studierstube tritt. Ja, ich bin natürlich sehr schnell geritten und meine weiße Stute ist sehr ausdauernd, aber dennoch habe ich den weitesten Weg hinter mich gelegt.